Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Verstehen Sie Spaß. Ich werde jetzt... Verstehen Sie Spaß? Ich werde jetzt... Also in erster Linie muss ich jetzt leider gerade den Moment erkennen, was für ein primitiver Affe ich bin. Ich werde daran arbeiten, aber ich bin unfassbar primitiv. Weil wenn ich mir überlege, dass ich für den Muttertag was Schönes mit Rosensalz und Melone und Garnelen mache und jetzt für den Vatertag, der jetzt nächste Woche ja kommen wird, was mache ich als Primitivling? Fleisch. Natürlich mache ich Fleisch. Und ich mache... Das müsste ich ja eigentlich machen. Einen geilen Steakpfeffer mache ich dazu. Es ist geil, aber trotzdem finde ich, ist es primitiv. Was sagst du als Frau? Dass das eigentlich falsch läuft. Eigentlich müsste ich dir ja was zum Vatertag machen. Das stimmt, Schatzi. Aber obwohl, ich möchte, du bist ja nicht mein Vater. Wenn du Muttertag hast, mache ich ja auch was für dich. Aber ja, ich sage ja, ich müsste ja eigentlich für dich was machen. Ja, trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Vorteil für mich wäre, wenn du dieses wunderschöne Ribeye für mich jetzt machst. Oder ob es vielleicht doch besser ist, wenn ich es mir selber mache. Ja, manchmal ist es besser, wenn man es sich selber macht, gell? Du bist immer so ein bisschen zweideutig. Wirklich? Ja. No. Also, das Lustige ist mir wäre viel lieber, wenn du ein bisschen eindeutig wärst, ja, wenn du nicht filmst. Aber weißt du, in die andere Richtung eindeutig. Jetzt wird es kompliziert. Kann ich kurz erzählen, dass du deine Sachen ja gerne selber anbrätst. Ja. Dass das für dich totale Qual wäre, wenn ich jetzt das Fleisch machen würde. Ja. Und dass du an Silvester ja krank warst, im Bett gelegen. Schon eine Zeit her, halbes Jahr ungefähr. Ja, trotzdem, das muss ich immer wieder sagen. Mir erzählt hast, nein, ich kann jetzt nicht aufstehen, mir geht es so schlecht, ich kann nie wieder aufstehen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, weil dann brate ich jetzt die Seezunge an. Und innerhalb von 3 Minuten warst du in der Küche und die Seezunge bereits in der Pfanne. Weil du Angst hattest. Du hattest wirklich Angst, dass ich die Seezunge irgendwie quäl, gell? So schlecht kann's mir gar nicht gehen, ja, als dass da unten eine 1,8 Kilo Seezunge irgendwie dann... falsch behandelt wird. Ja. Aber das Vertrauen ist auch nicht so groß, gell? Ja, Schatz, jetzt brauchen wir jetzt. Ich vertraue dir voll, aber es gibt halt irgendwo auch mal Grenzen. Also das ist jetzt. Da brauchen aber wir auch. Du weißt schon, das nächste Mal, wenn du im Bett liegst und rumjammerst wegen Männerschnupfen, dann also was ganz ich wichtig ein Stück Fleisch ist an. Bei so einem Ribeye ist, dass die Pfanne jetzt mal heiß ist. Ich habe es jetzt gesalzen. Es ist immer wieder diese Frage. Darf man Pfeffer. Das? Salzen darf man immer. Salzen ja, aber da gibt auch viele, ja, die sagen, wir zieht dem Fleisch das Wasser raus. Ja, völliger Blödsinn. Ja, da habt ihr einfach ein scheiß Fleisch. Ja, wenn du gutes Fleisch hast und du salzt es jetzt in dem Moment, du tust es dann einfach schön heiß anbraten, dann passiert gar nichts. Dann wird nichts Wasser ziehen. Nichts Wasser ziehen. Das Ding ist immer wieder die Frage mit dem Pfeffer. Pfeffer am Anfang, ja, nein. Natürlich verändert es den Geschmack. Ich habe oft schon Pfeffermischungen auf mein Steak getan und habe es scharf angebraten und es gibt ja dann natürlich so einen anderen röstleichten, bitteren Geschmack, aber ich liebe das genauso, wie wenn ich den Pfeffer danach roh drüber gehe, ja, wenn es dann schon gegart ist. Um allen Eventualitäten auszuweichen, habe ich jetzt gedacht, ich mache jetzt dieses Ribeye Steak, brate scharf an, arrosiere schön dann mit Butter, Knoblauch, Rosmarin, Thymian, blablablub. Ofen bei 80 Grad, dass es dann von draußen bis drinnen schön medium ist. Das machen wir auf einem Teller, weil die Hitze anders leitet, also viel neutraler leitet. Und dazu mache ich im Nachhinein eine Pfefferkruste, die dann aufs Fleisch geht, wenn es fertig gegart ist. Und dann gratinieren wir das ganze Ding bei 280 Grad Vollgas. Fragen? Na, mach doch einfach mal.
Wie die, diese Pfannen, diese Grillpfannen, magst du die auch? Ja, haben wir auch. Aber in dem Fall tue ich ja danach eine Gratiniermasse drüber und dann sieht kein Mensch, dass ich das Ding angegrillt habe in der Grillpfanne. Es ist ja nur Show-Effekt, ja, dass es diese nur Dinger drin hat. Ja. Aber das geht ja verloren, indem dass ich es danach ja, zudecke. Ja, wenn man es so anbrät, ja, dann brate ich es auch ganz gerne so mal an der Seite an. Weil das ist ja auch Fläche, die nur besser wird, ja, wenn man sie, wenn man ihr Röststoffe gibt. So, ein Hauch Temperatur runter jetzt. Ja, wenn man jetzt die Butter reingibt, dann ist es besser, wenn es jetzt nicht ganz heiß ist, weil sonst verbrennt er die Butter. Thymian, Rosmarin rein, Knoblauch, Chaka. Chaka. Salbei, weil er da gerade so schön hinten rumliegt und nichts zu tun hat. Aber das ist halt das, was Männer am Vatertag wollen. Gell? Nicht nur Männer, halt auch also Väter, sondern alle Männer. Ja, schon. Aber ist es nicht primitiv gedacht, dass das vielleicht eine Frau nicht auch möchte? Es gibt genug Frauen, die das auch wollen. Ja, weil vielleicht gibt aber es kennt doch jeder bestimmt, seine Frauen. Gibt es auch Frauen, die auf die Rosen scheißen und sagen, hey, lass mich in Ruhe mit den Rosen. Ja, geh mal lieber ein gescheites Ribeye-Steak mit einer Pfefferkruste. Aber, also nächstes Jahr kann man das ja eventuell auch dann der Mama machen. So, das oder Ding, zum Geburtstag. Wie gesagt, ich lasse hier jetzt ein bisschen Butter drinnen, weil für die Kruste werde ich mal ein paar Schalotten andünsten. Und da kann ich diese Pfanne nehmen, da sind noch die Röststoffe drin vom Fleisch, die Butter. Und das Ding geht jetzt in den Ofen bei 80 Grad. Und nicht zugedeckt, so einfach. Hallo? Darf einfach ich? So. Einfach so. Okay. Darf ich vorstellen, das ist unser Ofentransporteur. Hallo Andi. Weil ich erkläre es, wir brauchen hier keine Show machen, ja. Das geht jetzt, wir haben unten noch einen Ofen, das geht unten bei 80 Grad in den Ofen, weil den muss ich ja schon aufheizen auf 275 Grad. Das müsst ihr nicht machen, das mache ich nur hier so, weil es sonst viel zu lange dauert. Das kann in Ofen bei 80 Grad, tut es raus, lasst euch die 10 Minuten Zeit, dass den Ofen dann nach oben heizt, da passiert gar nichts, ja, weil das kriegt dann eh wieder Wärme. Aber wir machen es anders. Danke, Andi. Bis gleich. Du bleibst hier? Ja. Du darfst jetzt nicht wegschalten, ja? Ach so. Ja, hallo, wir machen ja die Kruste. Ja, okay, Entschuldigung. So. Ach, das geht jetzt. Wir müssen ja weiterarbeiten. Ja, scheiße. Es ist ja nicht so jetzt. Nur ja, weil, so ist ja nicht. Nur weil das Fleisch im Ofen jetzt bei 80 Grad rumrasten liegt. Kann, ja, heißt ja nicht, dass wir rumrasten können. Ich muss direkt aufs Klo. Auf Klo muss ich? Wie lange hält es? Gib Gas mit deinen Krusteln da. Wieso bist du nicht vorher aufs Klo? Ja, wieso? Das ist immer wieder dieses Klo-Thema. Ja, jetzt kommt, da müssen wir jetzt uns ja nicht drüber unterhalten. Also wir tun jetzt Schalotten schön schneiden. Ja. Schauen, dass man nicht die Finger mitmachen. Mhm. Für Männer soll es vielleicht ein kurzes Schneidevideo, also Erklärung machen. Mach doch mal, wie schneide ich die Zwiebel oder Schalotte? Die Schalotte, okay. Dann nehme ich jetzt, wenn du so genau drauf schaust, ein anderes Messer, ein bisschen ein längeres, ein bisschen eines mit besserer Schneide. Geschält, hinten die Wurzel dran lassen, weil das hält uns die Zwiebel zusammen. Und dann schneiden wir bis kurz vor dem Ende. So, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Kannst du es löschen, bitte? So. Ich halte es aber immer noch stabil zusammen, ja. Ja, toll. Fahr dann so rein. Quer.
Oh, zweimal gleich. Das ist sehr beeindruckend. Zweimal. Und dann schneide ich einfach die kleinen Würfelchen runter. Bravo. Und je öfter man das macht, desto besser funktioniert es. Wie alles. So. So. Und eine gleich, bevor die Butter hier verbrennt. Also du Schalotten anrösten. Ich glaube, weil du jetzt so dringend auf Klo musst, oder? Kannst du nicht mehr gescheit reden. Nein, ich kann auch nicht mehr denken. Sehr schön. Ja, Knoblauch, also eben Zwiebeln. Also das ist ja jetzt auch die Pfanne, die du vorher für Steak verwendet hast, damit wir die Röststoffe vom Steak ja, das, da mitverwenden, das oder? Ding da, ja, das ist immer das Fatalste, das zerreißt mir das Herz, ja, wenn dann Pfannen, ja, wo Fische oder Fleisch angebraten wird, in die Spüle geht und das schöne Zeug dann im Abfluss landet. Also lieber habe ich es doch bei mir im Essen, als dass es im Waschbecken runtergeschüttet wird. So, das werden wir dann aber kurz ins kalte Wasser legen, weil die Zwiebel gehen wir dann in diese Butter, die wir jetzt weich schaumig schlagen. Deshalb Schüsselchen schon mal kalt, ja, wenn es noch schneller gehen muss, von mir ist auch mit Eis. Hier tun wir ein bisschen Thymian rein. Thymian. Und es riecht wieder hervorragend. Ja, wunderbar. Thymian hacken. Thymian ein bisschen anhacken. Chucky. Das wird jetzt die Kruste auf Steak obendrauf. Genau. Okay. Soweit können wir folgen. Wie würdest du diese Kruste jetzt machen? Ich? Ja. Ich würde jetzt das da reintun, ein bisschen Butter dazu, Semmelbrösel dazu und Gewürze. Ein Ei. Aber warum nicht? Ich tue ein Ei rein. Ja, dann tu doch ein Ei rein. Dass ein bisschen Bindung dazu kommt, weißt du? Ja. Ich dachte, die Butter bindet's. Ja, die Butter wird ja dann flüssig. Balsamico ein bisschen, dann kriegt die Kruste noch so ein bisschen Frische. Frische? Sojasauce war dran. Sojasauce? Ja. Jawohl. Dass die Zwiebeln jetzt einfach noch mal so ein bisschen eine Flüssigkeit kriegen, dass sie noch mal weicher gedünstet werden und dann einfach auch einen Geschmack haben. So, dann werden wir die Butter dann zing. Eine Handvoll Butter. Ja. Das darf da so weiter brutzeln. Ja, aber das tue ich jetzt gleich raus, bevor ich dann anfange, da einen Lärm zu machen mit meinem Rührgerät. Weil das muss in der Zwischenzeit... Mögen das die Zwiebeln nicht? Nee, aber ich will es ja abgekühlt haben dann. Weißt du, es ist ja Timing. Kochen ist auch Timing. Abkühlen, dass man nicht die Butter schmilzt, wenn ich das heiße Schalottchen dann rauf tue. Oh. Die war aber schon weich, die Butter, oder? Ja, ja, am besten eine Stunde rauslegen davor. Ansonsten ist das immer mit so einer eiskalten Butter. Also tust du da gleich zwei Eier rein? Nee, eines. Aber ich tue nur ein... Soll ich es dir auseinander tun? Nee. Soll ich dir das Gerät halten? Nee.
Nee, klar. Schau, ich kann alles alleine. Ich mache das hier. So. Eigelb. Dann. Ja, ich kann hier so. Dann rüber. Bröseln holen. Dann hier. Banco holen. Ja, warum? Weil ich mit dir so viel Yoga gemacht habe in meinem Kannst du Leben. Mit dem Fuß noch irgendwas machen? Ja, ich kann hier die Pfanne ein bisschen verstellen. Was für scheiß Hausschuhe ich eigentlich habe, oder? Ha, die sind ja wirklich nicht schön. So, ich würde hier dann auch noch ein bisschen Limettenzeste reintun. Ja. Bisschen Salz. Obwohl Salz braucht man vielleicht nicht mal so viel, weil wir ja unsere Sojaschalotten haben. Jetzt Eigelb. So. Es geht auch nur beim frischen Ei, gell? Besser, ja. Ist ja auch eine gute Erkenntnis. Geil. Das wird super. Das wird wirklich super. Wenn man jetzt Senf hätte. Haben wir ja. Wo? In der Tür. Ah, ja. Dann könnte man auch ein bisschen Senf dazugeben, weil es gut zum Fleisch passt. Aber der klare Hauptdarsteller ist natürlich wer? Du. Hey, wie schnell du geantwortet hast. Nein. Ja, den habe ich doch ist der Pfeffer. Ah, der Pfeffer? Ja. Das ist ja gar kein Pfeffer, oder? Das ist nicht der Steak-Gewürz. Steak-Pfeffer. Ah, es ist nur Pfeffer? Ja. Ah, ein spezieller Pfeffer, nur für Steak. Lass mich da kurz reinglotzen. Pfeffer schwarz, Piment, rosa Pfeffer, Malabar-Pfeffer, Szechuan-Pfeffer, Cubim-Pfeffer und Chili ein bisschen. Oh, so viel? Ja, ja, es ist Vatertag und wir sind Männer und wir sind starke Männer und wir können mit Pfeffer gut umgehen. Stehe. Ja, und dann kommen jetzt da noch die schönen angebratenen Soja- und Samikoschalotten dazu, ja. Schalottis rein, nicht die Finger abschlecken. Nette. Bröselchen. Ups. Banco. Und ich muss ehrlich sagen, wie so ganz oft habe ich auch hier kein Rezept. Und keinen Plan schon. Der Plan entwickelt sich ja gerade im Moment, oder was? Ja, aber der Plan, der ist jetzt eigentlich egal, weil das ist jetzt fertig. Was man immer machen kann, um so eine Kruste zu testen, ist, dass man jetzt einfach nochmal diese Pfanne hernimmt, das da reingibt und das in den Ofen backt. Wird jetzt alles verbrennen da drinnen, ist aber Wurst. Weil es geht jetzt grundsätzlich mal zu sehen, wie die Kruste bei Hitze reagiert. Ob die zerläuft oder so. Genau, ob es ein bisschen verlaufen soll sie ja, aber sie darf dann halt auch nicht zu viel verlaufen. Und deshalb. Und was ist, wenn die zu viel verlauft, können dann mehr Brösel rein? Genau, dann tun wir einfach noch mehr Brösel rein. Aber also sie fühlt sich jetzt sehr gut an, sie schmeckt. Auch sehr lecker, der Mix zwischen der Pfeffer, auch der rote Pfeffer kommt.
Richtig. Ja, sehr schön. Auch der Senf. Gut. Bist du jetzt ein bisschen nervös oder geht's? Nein, ich schaff's. Und wie lange muss er das da drinnen testen? Ich schaue jetzt gleich nochmal rein, gell? Ja, ich werde sehr verbunden, wenn du möglichst bald da reinschaust. Ah, du musst immer noch auf die Toilette. Die Frage ist vielmehr, wie lange wird der Andi noch brauchen, bis er kommt mit dem Fleischchen? Aber so vom Gefühl her glaube ich, 10 Minuten, ja. Dass er so 10 Minuten noch ja, braucht. Natürlich. Ja, bei 80 Grad. Ja, dauert so ein bisschen. Also wenn ich gewusst hätte, dass du Pippi musst die ganze Zeit, dann hätte ich gesagt, er soll den Ofen auf 95 Grad stellen, weil dann wäre es jetzt schon langsam fertig. Bei wenn du es gewusst hättest, hättest du gesagt, er soll ihn auf 60 Grad stellen. Weil so gut kennen wir dich alle. Ja, das stimmt. Aber, weißt du was, das passt super. Das ist sehr gut. Du, weißt du was, Schatzi? Ja, jetzt warten wir, bis der eine kommt und machen kurze Pause. Nein, du darfst jetzt auf die Toilette gehen. Also, ja, es dauert also jetzt. Wir Väter sind da sehr kollant. Gut, so. Frau Trettl ist leer gepinkelt, hat wieder Lust zu arbeiten und das Fleisch kommt nach 20. Hallo Herr Andi, wie geht's? 20 Minuten, oder? Ja, haben wir jetzt. Sehr geil, fühlt sich gut an. Das tun wir jetzt auf das Gitter. La Crust ist fertig. Danke, Andi. Du bist der Beste. Ich sag's euch, jeder braucht einen Andi. Das Leben wird viel leichter mit einem Andi. Aber man kann nicht jeden Andi nehmen. So. Große Aufi. Schaut schön aus, gell? Mhm. Man hätte auch noch so Tomatenflocken da reintun können. Nein. So nicht? Nein, das würde man nicht taugen. Das so rein optisch finde ich. Nein. Nein? Nein. Nein, also jetzt. Nur ein bisschen. Nein! Doch? Nein. Da Tomatenflocken jetzt nicht. Ich liebe Tomatenflocken, aber. Ich brauche hier nichts Tomatiges jetzt. Ich hätte dir jetzt, wenn ich das jetzt zum Vatertag gemacht hätte, hätte ich dann noch die Tomatenflocken. Ja, deshalb mache ich sie selbst. Ja. Und das da, was da über ist, so, das tut man. Stopp. Ja. Jetzt nicht, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also ich muss jetzt mich nicht verkennen. Konzentrieren. Das. Kommen wir mal rüber. Das Ding ist jetzt 280 Grad oder was? Ha, hot, scheißen. Ja, was glaubst du, wenn das da rein? Ah, du legst das da drauf. Ja, und dann schaue ich, dass es so hoch wie möglich oben ist, dass es die totale Hitze dann bekommt. Und schau. Grill, große Fläche, 275 Grad. Dabei jetzt. Okay. Schnuffi. Ja, Puffi. Hier. Ja, das ist jetzt der Saft vom Fleisch, ja. Ja. Den vermischen wir jetzt. Da ist noch Olivenöl dazu, Olivenöl, oder? Olivenöl, Sojasauce. Auch wieder ein bisschen Senf. Das ist jetzt da der Saft vom. Von der Kuh? Vom Rind. Und tun das schön. Die Gewürze noch ein bisschen so rauswelgen, weißt du? Mhm. Auspressen. Ja. Steck sie doch in den Entsafter. Auch den Knoblauch noch schön reinpressen. Und der ist auch noch hart. Ja, der tut bei 80 Grad. Was will er machen? Was will er machen, ja? Nee, der Arme. Das wird geil.
Und das tun wir dann so. Kleines Sieblein. Und da können wir dann auch unser Fleisch noch damit einstreichen oder wir tauchen es danach ein. Und auch hier nochmal was vom Pfeffer drauf. Schau. Bei der riecht so intensiv auch. Geil, schön. Oder? Ja, schön ist das. Ja. Und schau, das ist wie ein Salatdressing. Oh. Oh, das Fleisch verbrutzelt. Oh, Glück. Oh, Glück. Oh, wie schön. Hey, schau. Und ist so das schnell gegangen. Ja, brutal, gell? Ja. Aber ist auch gut, ja, weil dann besteht nicht die Gefahr, ja, dass es nochmal groß nachzieht. Jetzt müssen wir es dann nur runterbringen irgendwie, gell? Das schaffe ich. Oh, gefährliche Aktion. Oh, verbrennt ihn nicht. Vielleicht schaffe ich es doch nicht. Doch, aber mit dem richtigen Werkzeug geht alles. Tada. Schaut aus, wie so, weißt du, wie es ausschaut? Wie so ein Hackbraten. Psst. Wie so ein Wackbraten. Das ist jetzt ein wichtiger Ding. Ja, ja. Kann es auch übertreiben. Bist du bereit? Ja. Tada. Tada. Ist das geil, oder? Ja, ist ziemlich roh. Andi! Ich liebe das Gesicht. Die Frau findet es ein bisschen roh. Ich finde es perfekt. Ja, das wässert ja, also kommt ja gar kein Blut mehr raus. Nee, das ist auch gescheites Fleisch. Also. Und da tun wir jetzt so. Hängt schau. Das damit zu? Guckst, ja, klar. Wie guckst du? Da, Fleisch. Jupp. Fett. Bäm. Da würde ich sogar probieren. Ja. Jetzt wärst du auch gern Papa, hm? Jetzt wärst du gern Vater. Da wird's ja das Ding. Ich steck mir nicht dieses Riesenteil im Mund. Ich hab mir ja gedacht, Wisst ihr was? Ich bin gerne ein Primitivling. Vatertag. Ich habe mir gedacht, das Fleisch, ist viel zu viel Steak. Pfeffer, gell? Und dass das dann scharf ist und so, aber das ist ja gar nicht scharf. Ist geil. Mhm. Sehr lecker. Feta! Pepperoni. Fleisch! Und geilster Pfeffer dazu und tschüss.